Willkommen, liebe Clasher, bei mir im Thorsten Cartoto, beim Clan Ultima Ratio. Ja, wir können hier gleich live reingehen in den jetzt laufenden CK. Den will ich euch aber eigentlich gar nicht zeigen. Ich möchte euch ganz gerne den davorliegenden CK zeigen, bevor er auch hier wieder aus der Chronik raus ist. Also im Moment spiele ich ja wirklich alle meine Accounts, also so ziemlich alle, komplett in verschiedenen Clans. Das heißt also, ich bin nicht mehr accountig irgendwo hier in den Clans drin, sondern habe wirklich alle schön verteilt, schön in coole Clans, mache dort hoffentlich coole Sterne, beziehungsweise lege mich da zumindest ins Zeug, dass ich coole Sterne mache. Und so auch hier, aber wir sehen hier erstmal Hans, der kann's auf die Nummer 6, denn wir haben jetzt nur noch oben so ein paar Bases zu machen. Der CK geht allerdings noch richtig lange hier, wir starten hier irgendwann immer erst um Mitternacht, aber hier ist das auch nicht ganz so schlimm, hier spielen relativ viele Twinks, also mit Twinks meine ich mehr accountige Leute mit teilweise auch sehr niedrigen Rathäusern, das werden wir gleich auch sehen. Und mal sehen, oh ja, die Doppelbombe da, die war natürlich schon fiesester Art. Und der King ist natürlich noch fiesester Art da, obwohl es nur Level 10 King ist, macht er natürlich auch schon an den 6er Hocks hier ganz nett Schaden. Jetzt kommt der Gift dort für die Skellies raus, aber ah, der ist nicht so cool geworfen. Mal sehen, hier ist noch ein bisschen Cleanup mit dem Babydrachen dabei. Hier unten haben wir aber keine Def mehr, die jetzt auf Lufttruppen schießt, das ist schon mal nicht schlecht. Aber jetzt haben wir hier natürlich noch einen harten X-Bogen. Die Skelette an der Hacken, den King da an der Hacken. Ah, schade. Schade, eigentlich cooler Angriff hier. Aber ich denke mal, müssen wir mal gucken, wie wir die Base hier auf 2-3 Sterne bringen. Denn das wird jetzt leider, denke ich mal, nichts mehr. Der X-Bogen da und auch der Tesla, die werden einfach ein bisschen zu viel Schaden machen. Müssen wir mal sehen. Die Skellies gehen jetzt nochmal auf den Arm Bogenschützin oder auf die arme Bogenschützin. Ja, und jetzt ist das da gewesen. Ah, gar nicht mal so schlecht. Gar nicht mal so schlecht. Ich denke, ich muss da gleich nochmal ran an die Base hier. So, mal schauen. Ich habe zumindest Truppen für diese Base fertig. Mal sehen, ob ich die noch live mache. Aber ich wollte euch ja den vorherigen CK hier zeigen, denn im vorherigen CK haben wir hier ein Full House hingelegt. So heißt die Folge auch, Full House oder Full Sterne. Je nachdem, wie man es nennt. Wir spielen im Moment 40er Clankriege, damit wir relativ starke oder viele Punkte hier bekommen zu Clan Level 5 erstmal hin. Und hier haben wir den Gegner allerdings komplett gedreiert, also von oben bis nach unten hin. Und ich habe mir so eine kleine Liste gemacht, wo fangen wir eigentlich an. Sonst sind das eigentlich ja Kriege für meine Livestreams. Und ich habe mir aber so ein kleines Schema ausgedacht. Vielleicht entdeckt ihr das Schema ja, wie ich hier vorgehe. Und wir gucken jetzt erstmal, wie der Noobchan hier vorgeht. Gegen die Valkyrie, die ja doch ganz schön wehtut, da kann man dann auch mal sich selber vielleicht in die Clanburg ein paar Lakis mit reinnehmen lassen. Einfach Max Lakis, dann braucht man hier nämlich nicht zu viel Bogies, aber die Base ist jetzt auch nicht so super stark. Und hier geht es jetzt weiter mit einem Luftballon, beziehungsweise mit so ein paar Luftballons. Und dann ist es das auch gewesen. Hier ja, ist nach wie vor Clash of Clans. Ihr wisst das selber, wenn ihr anfangt oder wenn ihr einen zweiten Account anfangt, so geht das los, so ist das nun mal. Und trotzdem finde ich das nach wie vor, ist das schön anzusehen hier, so eine schöne Base hier mit Rathaus. Ich glaube, das ist ein Vierer Rathaus, was gerade mal von so ein paar Bogies und so ein paar Loons hier geplättet wird. Da half die Valkyrie dann in der Clanburg auch nichts. Und die machen auf 2 ja noch nicht den Megaschaden, deswegen braucht man sieht das hier, wie viel Truppen man eigentlich braucht, um hier die Minen und Sammler hier schon platt zu kriegen. Aber das Rathaus müsste jetzt relativ schnell fallen. Ja, und das sieht gut aus hier. Also, die ersten Sterne sind hier dann eingefahren gewesen und so geht das hier fröhlich weiter. Hier wird auch viel oder nicht viel später angegriffen, sondern wir machen unsere Angriffe wirklich, wirklich spät hier. Dadurch, dass der CK hier so extrem spät auch startet, findet sich fast alles hier in den Abendstunden wieder. Und dann geht hier natürlich derbe die Post ab, also der Gegner wundert sich dann vielleicht so ein bisschen so nach dem Motto, greifen die gar nicht an, denn dann steht schon mal 100-2. Ja, so nach dem ersten Tag steht es 100-2 für den Gegner. Und dann gucken wir in der Regel, was wir hier machen können, wie wir vorgehen können und räumen dann relativ gut von unten nach oben auf. Das macht der Gunny hier auch.
erstmal den Babydrachen hier hinten erledigen. Der hat ja schon mal richtig viele Healpoints. Und dann noch den Loon, den Luftballon, den Ballon. Aber auch der schmeißt jetzt maximal ein, zweimal ab. Und dann war es das auch. So, und dann kannst du jetzt in die Base reingehen. Schön mit dem Riesen hier die Lücke entdeckt. Jawohl. Erstmal nur einen geschickt. Könnte ja eine Sprungfalle sein da. Und dann den Rest einfach hinterher gespammt. Jetzt mit ein paar, muss ich mal gerade schauen, wo es denn eigentlich weitergeht. Ja, er lässt sie erstmal ein bisschen laufen, dass sie erstmal ein bisschen Death zerstören. Das kann man auch machen. Und jetzt kommt er hier richtig mit so einer Packung Loons rein, die natürlich jetzt auf die Defense hier, auf die Luftdefense gehen, also die Bogenschützentürme und auch eine Luftabwehr sehe ich gar nicht. Ich sehe gar keine Luftabwehr. Wo hat denn die Kollegin eine Luftabwehr? Na, okay. Dann hat er wohl keine. Das ist natürlich dann schon so ein bisschen ein bisschen kleines Opfer und spart sich jetzt noch richtig was auf hier für ein Cleanup. Hat hier jetzt noch Magier hier unten und der Rest geht jetzt sicherlich, ja, die da oben hätte er gar nicht setzen brauchen, aber die Loons hier auf Level 7 müssen das, sind das 7er Loons? Ja, ich glaube, das sind 6er oder 7er Loons. Ich glaube, es sind 6er. Die machen hier jetzt natürlich reichlich Flächenschaden und dann ist das hier ein schöner Dreier im unteren Bereich gewesen, also auch das müsst ihr bei mir ertragen. Ich sehe sie selber relativ gerne, muss ich sagen, denn da gibt es ja hunderte Taktiken, wie du solche Bases hier erledigst. Und die ist aber schon sehr gängig hier mit den Riesen und mit den Loons, vor allen Dingen auch so eine Base hier, die so richtig mal keine Luftabwehr gehabt hat. So, ich gehe ein bisschen höher, also ich kann euch nicht alles zeigen, denn das würde diese Folgen hier immer sprengen, so 40, 50er, die müsste ich dann in zwei Folgen unterbringen und dann zieht sich das innerhalb der Woche schon sehr, sehr lang hin. Und der Hey, I'm Karl, hier sind wir jetzt schon im Rathaus 8er Bereich und sehen hier einen Drachenangriff. Auch die sind nach wie vor gang und gäbe und hier ist natürlich auch die Luftabwehren. Wo sind hier Luftabwehren? Ja, komischer Gegner. Aber manchmal sind die Bases halt so halb, so ein bisschen was gemacht, ein bisschen was gebaut und gewehrt hat sich der Gegner denn ja auch. Mit 110 Sternen hat er ja immerhin auch relativ viel bei uns geschafft. Also auch bei uns wird natürlich hier bis in den hohen Bereichen, also bis in den einstelligen Bereichen, werden hier die Bases letztendlich geklärt. Und wir haben allerdings hier jetzt einen Level 9 Clan. Ich glaube, wir spielen gerade aktuell gegen einen Level 13 Clan oder so. Also auch hier sieht das ganz, ganz ähnlich aus, wie wir, als wir mit den True Warriors 2 gestartet sind damals, dass wir immer schon gegen zweistellige Clans ran mussten. Und das liegt aber hier oftmals an den Bases, die wir oben haben. Denn oben haben wir natürlich stabile Attacker und haben hier starke Angreifer, starke Verteidiger. Meine Base, habt ihr, glaube ich, eben zu Anfang gesehen, ist mal wieder stehen geblieben mit 2 Sternen. Da bin ich auf Horum im Moment. Kann ich sie auch so lassen. Ich habe allerdings schon ein paar oder 2, 3. Er hat 10 Bases jetzt noch im Petit, wie ich auch noch probieren kann. So ein bisschen bin ich zwar nicht zum Basebauer mutiert, aber ich habe mir so ein paar Designs mal rausgesucht, habe sie ein bisschen modifiziert und ja, mal gucken. Der 10er geht hier ja ganz behende hoch. Im Moment habe ich einen Bauarbeiter frei und dieser eine Bauarbeiter, den lasse ich mir auch immer mal wieder für einen Helden. Ihr habt das gesehen. Meine Queen ist ja jetzt auch schon auf 32. Meine Defense geht so ganz, ganz seicht schon mal hoch. Und mit dem einen Bob mache ich hier im Moment erstmal nur Mauern und versuche natürlich Dunkles wieder für die Helden oder für die nächste Truppe ranzukarren. Die nächste Truppe bei mir werden natürlich oder werden die Schweinereiter sein. Das habt ihr, glaube ich, irgendwo gesehen im Stream oder in einem Video. Und dann nehmen wir uns hier die Nummer 16 einmal vor. Hier sind wir jetzt schon im Rathaus 9 Bereich. Sherlock Junior oder Sherlock Junior hier mit einem Go-Hawk. Ja, mit einem Go-Hawk und die Helden gar nicht mal so stark. Das ist ja auch mal gar nicht so schlecht, dass man zumindest seine stärksten Truppen hier, das ist natürlich Golem und das sind die Hawk Rider. Dafür nimmt so eine Base hier auseinanderzunehmen. Immerhin hat die Queen schon ihre erste Fähigkeit, die bekommt sie auf Level 5 und da ist sie natürlich auch relativ schnell, wenn man ein paar Gems sogar ausgibt, dann braucht man nicht mal viel Dunkles, um die schon auf Stufe 5 zu bringen und 8 ist schon mal, ja, ist das schon mal ein Anfang. Also ich finde jetzt die Helden hier passend zu dieser Base hier, die Base hat allerdings auch keine X-Bögen, also ist ein, ich denke mal, der Kollege hier, der Zeni,
wird ein 9 oder ein 8,5er spielen. Und jetzt geht das hier ein bisschen surgical schön in die Base rein. Schön gemacht hier, die Hocks also nicht alle auf einmal gesetzt, sondern wirklich ein bisschen punktual auf jeweils ein Defense-Gebäude. Beim Flächenschaden hat man hier unten gerade richtig schön gesehen, da einfach mal ein paar Hocks mehr reinbringen, denn dort gibt es auch ein bisschen mehr Aua. Ah, jetzt gab es natürlich auch gerade ein bisschen Aua von den fiesen Doppelbomben hier und jetzt noch ein paar Skellies an der Hacken, aber ja, jetzt teilen sich die Hocks natürlich, dann weißt du auch nicht, wo schmeiße ich denn jetzt noch mein Skelett sauber. Aber irgendwo wird er geworfen, okay, da oben sind mehrere Skelette, aber letztendlich ist die Base natürlich hier auch nicht so super stark und wenn du mit den Hocks so gut reinkommst, dann hast du natürlich auch hier im Cleanup-Bereich richtig viele Hockrider zur Verfügung und dann geht das hier richtig schmal durch die Base durch. Ja, für morgen habe ich auch schon ein Video vorbereitet, denn der Chefkoch levelt. Der Chefkoch ist hart dabei. Chefkoch ist Rathaus 8 geworden und da gibt es natürlich reichlich zu tun, reichlich Veränderungen. Kann ich euch sicherlich auch kleinere Tipps geben zum Start, so von 7 auf 8. Was mache ich nicht? Ich habe auch noch ein Buch, das kommt auch noch dazu. Mal sehen, wie wir das taktisch dort gut einsetzen können. Aber wir sind jetzt erstmal hierbei. Das war einfach nur mal gerade so ein bisschen Ausschaugequatsche von mir, damit ihr in etwa wisst, wo die Reise auch noch diese Woche bzw. zum Wochenende hingeht, ob ich zum Wochenende streame, wurde ich heute Abend schon zweimal gefragt, das weiß ich noch nicht. Das muss ich mal sehen, wie mir das zeitlich ganz gut in Kram passt, beziehungsweise wie so die familiären Planungen sind hier, die muss ich natürlich auch immer ein bisschen berücksichtigen. Und wenn ich weiß, dass wir so einen harten Sonntag vor uns haben, mit harten Sonntag meine ich gnadenlose Gewaltspaziergänge, viele Besuche, was auch immer, dann streame ich in der Regel nicht, weil wenn ich dann so spät streame, so spät ins Bett gehe, dann bin ich sonntags geplättet, möchte natürlich auch ein Stündchen länger schlafen. Das kannst du dann nicht. So, hier geht's aber jetzt erst auch mit den Hocks rein. Die Verteidigung sind hier noch gut abgelenkt. Und dann schauen wir mal, wie die hier weitergehen. Ja, ist natürlich eine sehr kompakte Base hier unten, können keine Fallen mehr sein. Also hier ist das ja wirklich so hart gerade gestaffelt, da können die sich richtig durchprügeln, weil die hält im Moment nichts auf hier. Es gibt hier keine Sprungfalle, kein gar nichts. Und sind natürlich so Bases, die sind sehr, sehr Hockrider anfällig. Wenn du hier gut mit dem Killsquad reinkommst und schon mal ein bisschen was vormachst. Jetzt haben wir da natürlich noch eine Riesenbombe, aber ihr seht das selber. Auch die ist jetzt nicht mehr so schlimm. Da gibt es jetzt die Sprungfallen, aber die Base ist jetzt schon von der Defense her down. Und dann noch an Cleanup-Truppen gedacht, super. Auch ich denke immer öfter, oh, die sind ja, oh scheiße. Da sind die Hocks jetzt doch nochmal in der Riesenbombe verreckt. Okay, die waren aber eben schon angeschlagen. Und dann muss das jetzt hier so im Rundturn, ist ja eigentlich ein Knoten, muss das hier so ein bisschen jetzt nochmal rumgehen oder rundgehen. Aber hier ist nichts mehr in der Base. Super gemacht hier von Bad Beast auf die Nummer 8, auf den Salvador. Vom Clan Family 100%, ja, 100% haben die auch viel geschafft, also auch dahin keine Frage, Glückwunsch, schöner CK auch vom Gegner, muss ich auch mal wieder so anerkennen und auch hier ist es uns lieber, wenn der Gegner nicht ganz so schwach ist, sondern eher so ein bisschen stärker ist und wir sehen hier Beast auf die Nummer 1, hier sind wir dann schon im RH11 Bereich. Wir haben den RH10-Bereich, glaube ich, jetzt gerade gänzlich übersprungen, aber wir haben auch nicht so viele RH10er. Letztendlich habe ich hier kein RH10 machen müssen, sondern eher RH9er, deswegen zeige ich euch die gar nicht. Und hier wieder eine typische Kombo, das habe ich schon öfter von ihr gesehen. Einfach schon mal reinwuteln hier, also volle Pulle hier in den CK reingehen. Und ich habe so das Gefühl, haben wir den schon gesehen? Nee, den können wir noch nicht gesehen haben, denn so lange ist der Samstag. Der Samstag ist schon etwas weiter weg, als dieser CK hier weg ist. Aber es ist so eine ganz ähnliche Taktik hier. Gerade am Anfang richtig extrem mit dem Bolan hier in Wut in so eine Base reinzugehen. Und eigentlich glaubt man ja jetzt so, so viel Defense noch. Guckt euch das mal an. 40% erst down.
Und wie können das jetzt noch 3 Sterne werden? Ja, aber das ist ganz, ganz einfach erklärbar, denn in der Mitte ist noch richtig viel, vor allen Dingen unter Heilung. Die Heiler switchen ja immer wieder auf die Bowler, auf die verschiedenen Bowler, je nachdem, wer gerade angeschlagen ist. Hier außen geht jetzt noch ein Bowler mit einem Magier. Und ab und zu kriegt dann auch, glaube ich, der Magier mal ein bisschen Heilung. Da müsste ich jetzt mal draufbleiben. Ja, ich glaube, der kriegt auch Heilung. Nach wie vor machen die Heiler natürlich keine Flächenheilung, sondern nur punktuale Heilung. Aber es sind noch beide da unten am Leben. Also das Pärchen hier, Bola, Magier, funktioniert wunderbar. Und dann ist es auch tatsächlich nicht mehr viel Defense. Ein Bogenschützenturm hier, 2 Bogenschützentürme. Und super gemacht hier mit dem einen Lakaien da unten schon mal die Bombe. Schön entfernt. Aber der Packer hier, ja, nach wie vor, also ich nehme im Moment auch gerne den Packer mit in die Clanburg, denn auch bei meinem Angriff heute hat der Packer überlebt. Der Packer hat überlebt bis zum Ende. Am Anfang den Packer gesetzt, nicht im Killsquad, sondern im Hauptteil. Und der hat bis zum Ende durchüberlebt. Ist im Moment eine wirklich sehr, sehr gute und wirklich wieder gut einzusetzende Truppe in allen Rathausstufen. Also egal, ob das 8 ist, 9 ist, 10 ist, der Packer ist wieder da. Also ist eine coole Truppe hier und schöner 3-Sterner hier. Also 120 CK-Sterne auf unserer Seite, 110 immerhin auf der anderen Seite. Und ich gehe auch ruhig mal rüber, denn ihr seht das hier bis 7. Ja, okay, bei 9 ist noch was offen, aber wird hier natürlich auch hart zugemacht. Diesmal war das Glück so ein bisschen auf unserer Seite. Ob das Glück jetzt hier in diesem CK auch auf unserer Seite sein wird, das weiß ich noch nicht. Ich werde mich mal jetzt mental absprechen, beziehungsweise mit meinen Clan-Kollegen und Kolleginnen hier diskutieren. Ich hoffe, die Folge hier aus diesem Clan hier, den ich euch noch gar nicht gezeigt habe, außer im Stream, hat euch trotzdem gefallen. Und bis dahin, euer Toto Clash Talk.